Hey, willkommen zur fünften Folge von Formel 1 2015. Wir machen hier einfach mal weiter. Das letzte Rennen haben wir gewonnen, hier nochmal in der Wiederholung. Wir können jetzt auch überspringen. Wir brauchen keine Wiederholung. Wir warten einfach, bis die nächste Strecke geladen hat. Okay. Wir sind immer noch Platz 3, Abstand 8 Punkte. Die sollten wir schnell aufholen. Vettel als Zweiter. Aber wenigstens unser Teamkollege Erster. Ziel wird erreicht. Es in die Top 2 schaffen, ist unser Saisonziel. Wir sind jetzt noch in der Top 3. Okay, dann auswählen. Optionen. Wirklich. Irgendwie finde ich den PS4-Controller auch ein bisschen komisch. Kein Start und kein Select mehr. Die Tasten fehlen mir irgendwie. F1 2015. Jedes Mal vor jeder Strecke. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie wir auf das heutige Training hier auf dem Shanghai International Circuit. Die 5,5 Kilometer lange Strecke umfasst sowohl langsame Kurven als auch eine extrem lange, schnelle Gerade. Diese Kombination fordert selbst erfahrenen Piloten einiges ab. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke. Max Verstappen hat beim australischen Grand Prix einen neuen Rekord aufgestellt und wird zum jüngsten Formel-1-Fahrer auf dem Grid. Er schlägt damit Alguersuari. Der startete damals mit 19 Jahren und 125 Tagen. Hier sehen wir Verstappens großartiges Potenzial, sonst würde man ihn nicht schon so früh fördern. Ich denke, er wird das in ihn gesetzte Vertrauen heute zurückzahlen. Na, ich bin hier aber Hauptperson, ne? Okay, wir haben wieder 15 Minuten Zeit. Lass mal uns mal das Tablet geben. Mhm. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Gehen wir mal auf die Strecke. Alles frei, wir können raus. Natürlich nicht alles frei. Natürlich starten die auch wieder sofort, wollen, wenn ich rausfahre. Wieder einer vor mir und wieder einer hinter mir. Hamilton? Ja. Das ist eine Scheißstrecke. Massa. Ich hoffe, es bleibt trocken. Hm.
Ups. Ja, ich habe Schwierigkeiten, nur weil ich mal ganz kurz aufs Gras gefahren bin. Na, nur weil ich mich mal kurz verbremst habe und zu viel Gas gegeben habe. Heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwelche Probleme mit dem Auto habe. Wer ist das? Stevens! Wow! Jetzt sind die Reifen auf einmal heiß. Das hatte ich auch noch nicht. Schnellste Runde. Ericsson. Maldonado. Sainz. Oh oh! Ah, deshalb hasse ich die Strecke. Vettel, 1,48. Jawoll, ich bin schneller. Oh. Ich habe irgendwie Probleme mit den Rechtskurven. P2? Wer ist vor mir? Ich stehe immer noch als erster da. Ich war der Rosberg, natürlich. Ich sehe mich immer noch nicht als Zweiter. Gelbe Flagge, kein Überholen. Okay, das war dann, keine Ahnung, wie viel muss ich jetzt noch, oh. Scheiß Kurve, wie lange geht's noch? Ich meine, ich fahre jetzt gerne noch eine Runde. Scheiße. Jetzt habe ich mal ganz kurz auf den Computer geguckt, schon komme ich von der Straße ab. Ich stehe immer noch als erster da.
Oh! Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich geguckt. Was? Totalschaden? Hab ich doch... Ich hatte doch... Achso. Probieren wir es mal mit Fat. Verbraucht zwar mehr Sprit, glaube ich. Aber dann ist hoffentlich mal das Ding alle. Vielleicht können wir das mal erleben, wie das ist, wenn der Tank alle ist. Aha. Hätte man mir das nicht vorher sagen können, bevor ich schon durch die Kurven durch bin. Ja, das ist mein Problem mit den Kurven. War ich auch nicht besser jetzt. Schade. Tja, ich komme von der Strecke ab. Mache ich irgendwas falsch in der Kurve? Okay, dann fahren wir jetzt in die Box. Nach der Runde. Nur eine Restmenge. Ach du Scheiße. Schon bei einer Restmenge fängt das Ding an zu stocken, oder was? Ich weiß nicht, wie ich DRS mache. Alter.
Ich hab's aber wieder in die Box geschafft. Ich stehe immer noch als Erster da. Von wegen P2. Strecke 33 Grad. Okay. Schnellste Runde. Okay. Eine Minute, anderthalb Minuten müssen wir jetzt noch warten, bis das Ding hier vorbei ist. Tja. Sind da irgendwelche Spiele auf dem Tablet drauf? Bestimmt nicht. Einstellungen. Du kannst eines der fünf vorhergestellten Setups auswählen, bla bla bla. Aha. Durch starke Verringerung des Abtriebs lässt sich das Auto enorm schwierig kontrollieren, erreicht aber bedeutend höhere Spitzengeschwindigkeiten. Ach, scheiße. Am besten so, wie es eingestellt ist, ist es am besten. Mach ich nichts falsch mit. Gewinnen werde ich so oder so. Stimmt. Oh, noch 30 Sekunden. Man kann aber auch nicht vorher beenden. Session-Option, Verhalten, Bildschirmanzeige, bla bla bla. Nicht wirklich. Zehn, neun, acht. Na los. Vier, drei, zwei, eins. Ende. Nico Rosberg hat beim heutigen Training bewiesen, dass morgen beim Qualifying definitiv mit ihm zu rechnen ist. Er erreichte die schnellste Zeit des Tages. Aber schon wieder die zwei Ferrari. Warum? Hamilton, es war schlecht. Ganz schlecht. Das muss er im Rennen besser machen. Oder im Quali besser schon. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal beim Quali. Also, bis dann.